seitens der Berichterstattung ein Schlusswort gewünscht. Das ist offenbar nicht der Fall. Wir kommen zur Abstimmung, die ich über jeden Ausschussantrag getrennt vornehme. Wir kommen jetzt zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 2, Antrag des Rechnungshofausschusses, den Bericht betreffend österreichische Bundesfinanzierungsagentur. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier in ORF 3, falls Sie sich jetzt bei uns zugeschaltet haben. Sie können hier die Nationalratssitzung live weiterverfolgen. Jetzt wird gerade abgestimmt über die Tagesordnungspunkte 2 bis 8 und da geht es um einige Rechnungshofberichte. Handysignatur auf den elektronischen Identitätsnachweis römisch 3894 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen. Wer dafür ist, dann bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Auch das ist einstimmig angenommen. Wir kommen zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 4, Antrag des Rechnungshofausschusses, den Bericht betreffend Wohnbauförderungszweckzuschuss 2015 bis 2018, römisch 334 der Beilagen, zur Kenntnis zu nehmen. Ich bitte jene Damen und Herren, die für dessen Kenntnisnahme eintreten, um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist einstimmig angenommen. Wir kommen zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 5, Antrag des Rechnungshofausschusses, den Bericht betreffend kommunale Investitionsprogramme 2017 und 2020, römisch 3796 der Beilagen, zur Kenntnis zu nehmen. Wer dafür ist, den bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Ebenfalls einstimmig angenommen. Wir kommen zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 6, Antrag des Rechnungshofausschusses, den Bericht betreffend Reformprojekte im Rahmen des Finanzausgleichs römisch 3301 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen. Wer dafür ist, dann bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist wiederum einstimmig angenommen. Wir kommen zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 7, Antrag des Rechnungshofausschusses, den Bericht betreffend Funktion und Aufgaben der Sozialhilfeverbände in der Steiermark, Schwerpunkt Sozialhilfeverband Murtal, römisch 3, 627 der Beilagen zur Kenntnis nehmen. Wer dafür ist, dann bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist einstimmig angenommen. Wir kommen zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 8, Antrag des Rechnungshofausschusses, den Bericht betreffend Investitionen der Länder Oberösterreich und Steiermark, römisch 3, 917 der Beilagen, zur Kenntnis zu nehmen. Wer dafür ist, dann bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Auch das ist einstimmig angenommen. Wir kommen nun zu den Punkten 9 und 10 der Tagesordnung. Und nach den Abstimmungen geht es jetzt weiter mit Rechnungshofberichten. Harte Kritik übt der Rechnungshof in seinem Bericht über die KOFAG und deren Zuschüsse an Unternehmen. 21.11 der Beilagen sowie Rechtsmittel in der Steuerverwaltung, römisch 3690, 21.12 der Beilagen. Es wurde auch hier auf die mündliche Berichterstattung verzichtet.